Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 3. Ich habe mich mal ein bisschen belesen, aber ich weiß nicht, was passiert, wenn ich hier runtergehe irgendwie. Ich glaube aber, dass da unten irgendwo ein Speicherpunkt ist und ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht hier, wenn ich runtergehe. Kann ich hier überhaupt runter oder? Das Loch ist voll mit Dreckwasser. So kann ich da nicht runter. Ach so. Ach so, das muss ich dann erstmal abpumpen und so. Alles klar, gut. Also es geht gar nicht. Wenn ich das auch richtig verstanden habe, dann brauchen wir natürlich Benzin. Und dafür wird ja, die leere Flasche dann wohl auch benötigt. Oh, das ist so toll. Ja, ich liebe es. Ja, dann gehen wir mal rüber auf die rechte Seite. An ihm ganz schnell vorbei. So, als wäre nichts. Gar nichts los. Was haben wir denn hier? Genau, im anderen Raum. Oh. Patronen. Schrotpatronen. Immer gut, immer gern gesehen. Wo guckst du hin? Was ist das? Ein Speicherpunkt. Oh Gott sei Dank. Sieht so aus, als wäre noch etwas Kerosin im Heizgerät. Wenn ich einen Behälter hätte, könnte ich es mitnehmen. Ich habe einen Behälter. Pass auf. Wir haben eine leere Flasche. Gegenstände. Verwenden. Weinflasche mit Kerosin. Ich habe eine ölgefüllte Flasche. Ich hoffe, das reicht, um den Tank zu füllen. Ich speichere mal direkt ab. Oh Gott. Ich bin so froh, dass ich schon so weit gekommen bin. Natürlich bin ich am Anfang gestorben von dieser Untergrundgeschichte, aber das ahnt man ja nicht, dass da auf einmal so eine Unterführung kommt. Das hatte ich voll, ja, keine Ahnung, ich kann mich gar nicht dran erinnern mehr. Ja, habe ich wohl verdrängt. Oh, toll. Gesundheitsdrinks, immer her damit. Und was haben wir hier? Da ist was auf der Tafel gekritzelt. Aber es ist verblasst und kaum zu lesen. Sieht auch nicht wichtig aus. Die Spins sind Ramsch? Nein, kein Ramsch. Sieht nach den Sachen von jemandem aus. Aha. Okay. Ein Feuerlöscher. Den brauche ich nicht unbedingt mitnehmen. Okay. Was für eine Maschine ist das? Sieht aus, funktioniert sie nicht mehr. Ja. Okay. Und jetzt, ja, okay. Gut. Finde ich super. Aber dass hier auch so ein Schreibtisch steht und hier angeblich mal jemand gearbeitet hat. Ich meine, selbst wenn das hier nicht voller Monster wäre, wer arbeitet denn hier unten? Das ist doch voll unheimlich. Wer will denn so einen Job? Nur eine dieser Tageszeitungen. Steht nichts Nützliches drin. Oh, ich bin immer so nervös und kann dann immer nicht ordentlich lesen irgendwie. Ja, gut. Okay, dann gehen wir wieder raus. Ja, ganz nah dran. Direkt. Ich laufe mal nach rechts runter. Ich will nur wissen, ob man da auch lang kann, aber ich gehe mal davon aus, nicht. Oder laufe ich gleich zur Maschine? Nee, ich laufe mal nach rechts runter. Lass mich. Lass mich. Weil hier waren wir auch noch nicht. Ist hier was? Oh, wir können hier sogar durch. Oha, oha. Okay. Was? Gar nicht gruselig. Ist hier nichts oder? Was? Also ein Raum mit nichts oder was? Das gibt's doch nicht. Hä? Da ist nichts drinne? Da war jetzt echt nichts drinne? Oh, ich habe bestimmt irgendwas übersehen, ey. Schrecklich. Ja, lauft an mir vorbei. Ab in den komischen Heizungsdings. So, jetzt werden wir mal das Wasser hier abpumpen und ich hoffe, das klappt jetzt. Das hat sich ja gerade voll gelohnt, ey, ein Raum mit Monstern. Ich habe Kerosin in den Tank gefüllt. Dann mach mal die Maschine an.
Okay, das sah ja schon mal gut aus. Nachdem ich das geschafft und gemacht habe, gehe ich nochmal speichern. Ach, das kann ich ja hier gar nicht. Ja, egal. Das schaffe ich auch nochmal, falls ich sterben sollte. Dank dieses Dings ist endlich das ganze Wasser aus dem Loch abgelaufen. Ich glaube, ich kann da jetzt runter, wenn ich den Geruch ertragen kann. Ja, dann geh da runter. Hallo? Schlup, schlup, schlup. Ist hier wieder nichts, oder? Das kann ja gar nicht sein. Ist das eine Tür? Ist hier noch was? Oh, da ist eine Treppe oder sowas. Hier muss das Wasser wohl ablaufen. Aha. Wo kommen wir denn hier hin? Ih. Wo sind wir bloß hier? Du guckst da aber nicht irgendwo hin, oder? Habe ich hier irgendwas übersehen in der Ecke? Nee, habe ich nicht. Wie geht's ihr eigentlich? Ich habe immer Angst, dass da gleich noch voll was kommt. Ich nehme mal einen Gesundheitsdrink. Das können wir uns, glaube ich, mal erlauben. Ach so, und auch mal laden, genau. Erstmal die Worte finden. Und eine Tür. Gut. Gott sei Dank offen. Okay. Sieht aus, als ob uns hier noch irgendwas erwartet oder als ob wir hier nochmal hingehen müssten oder ich weiß auch nicht. Ich laufe mal weiter. Den gruseligen Gang hier runter. Und zu dieser Tür. Wo bin ich jetzt? Huch. Ich laufe mal nach links. Nein! Geh da bloß hoch wieder. Geh da hoch. Ich habe Angst hier unten. Aber ich muss aufpassen, dass sie hier nicht. Oh, die Steuerung! Es liegt echt nur an der Steuerung. Da kommt ein Monster. Es ist auf der Seite. Dann ist ja gut. Ich laufe schnell vorbei. Dann kriegt es mich nicht so schnell. Ich weiß gar nicht, wo uns das hier hinführt gerade. Na toll, hier komme ich nicht weiter. Super. Ja, dann geh runter und geh da hoch. Wenn wir das schon einfach können, dann umgehe ich das Monster. Wenn ich kann. Vielleicht liegt ja auch noch irgendwas im Wasser, was wir einsammeln müssen. Hoffentlich bin ich jetzt nicht im Kreis gelaufen. Nö, da war ich noch nicht. Schnell die Treppen hoch. Kleine Heather. Leute, ich würde sterben vor Angst hier unten, ganz ehrlich. Hier sind wir wieder an einer Brücke. Da ist so eine Klappe, das. Okay, da unten sind Monster. Das soll uns bestimmt was sagen. Ganz ehrlich. Da unten ist nämlich so ein ekliges Blubblubl, die so ganz schnell sind. Und das heißt, ich gehe nicht nochmal ins Wasser einfach so. Es sei denn, ich muss was holen. Huch, wo sind wir hier? Nehmen wir mal die Vorräte, Ampulle, Patronen für die Pistole. Nichts nützt. Was? Ein Deo? Da drin ist ein Deo, aber es wäre wohl Energieverschwendung. Wie Energieverschwendung? Ich hätte mich totgeschwitzt schon an ihrer Stelle. Es ist eine kaputte Uhr. Stammt die auch aus der Kanalisation? Weiß ich nicht. Ein Rollstuhl? Wieso liegt denn ein Rollstuhl hier draußen rum? Ich verschwende hier nur meine Zeit. Ich mache mich besser auf den Weg. Wie auch immer, es stinkt furchtbar. Steigt mir direkt durch die Nase in den Kopf. Warum? Was ist denn da drinne? Sie hat doch gerade noch was anderes gesagt.
Ich, hä? Es ist voll abartig hier, ey. Voll unheimlich. Man kann sich tausend Gedanken machen, warum es hier so ist, wie es ist. Da sind bestimmt voll die Monster auf jeden Fall drin. Und irgendwas. Ich habe einen Föhn. Okay, ich habe einen Föhn. Ich glaube, der ist wichtig. Was für eine Maschine ist das denn? Sieht aus, als würde sie nicht mehr funktionieren. Welche Maschine? Also, das sind voll die Müllcontainer. Wir sind in einem Müllraum. Und ich nehme an, das ist so eine Müllschluckermaschine. Was weiß ich. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Föhn, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Wir gehen raus. Und, ja, wo gehen wir jetzt hin? Wir können ja nur wieder zurück eigentlich. Huch, das wollte ich gar nicht. Wir könnten auch noch mal ganz geradeaus einfach laufen. Geht das? Also ich meine, ja, wenn wir unten sind und dann die Tür da irgendwie gegenüber, da waren wir noch nicht. Speichern wäre zwischendurch auch übrigens noch mal voll schön. Aha. Und die ist sogar offen. Das heißt, hier sollen wir hin. Kommen natürlich wieder Monster, aber hier, das scheint hier noch sehr. Ja, wir können hier eigentlich nehmen, was wir wollen. Oh Gott. Hallo. Boah, was ist denn da draußen los? Die Hölle oder was? Gesundheitsdrink. Leck mich doch am Arsch. Scheiß Spiel, ey. Muss das so gruselig sein? Was ist das? Gefahr, Zutritt verboten. Das hing wohl an dieser Tür. Ich kann sehen, wo es abgeblättert ist. Ja, dann gehen wir da nicht durch, oder was? Ist das ein Überwachungsmonitor? Ich kann nichts sehen. Ist wohl kaputt. Ich will speichern. Ich will speichern. Und man kann sogar speichern. Wie toll ist das? Nichts Interessantes an der Tafel? Interessiert dich das nicht? Da liegen Dokumente auf dem Boden. Sieht aber nicht so aus, als hätten sie etwas mit mir zu tun. Da steht aber das heutige Datum drauf. Seltsam. Ja, und da machst du dir keine Gedanken, oder was? Mann, 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 Heather. Das bedeutet doch alles nichts Gutes hier. Die Schublade ist offen, sind aber alles nur langweilige Dokumente, nichts Interessantes. Speichern. Bitte immer her damit. Speicherpunkte können nie genug sein. Vor allem durch diese ganzen Treppen und Winkel und Türen und oh, das alles immer nochmal machen, das ist so furchtbar. Was passiert denn jetzt, wenn ich durch die Tür gehe? Komme ich dann. Wo komme ich dann hin? Oh. Aha. Ich erinnere mich, dass ich hier nicht einfach rübergehen darf. Denn da ist unser Ausgang, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, da sollen wir hin. Da können wir raus oder so. Aber es gab doch noch mehr Räume, oder nicht? Ja, ich hätte hier nach rechts gekommen, aber vielleicht ging es da gar nicht weiter. So, ich muss mal überlegen hier. Hier ist ein Abfluss. Aha. Hier ist ein Abfluss. Das ist ja schön. Ich mach das mal, weil ich habe ja gespeichert. Wenn jetzt was passiert, weiß man wenigstens, was los ist. Ich habe ja gespeichert. Nur so, damit ihr Bescheid wisst. Ja, schön. Das passiert mit Heather, wenn man einfach über die Brücke geht. Und das vergisst man nicht so schnell. Wir setzen das Spiel fort. Ich bin sehr froh, dass da ein Speicherpunkt netterweise gesetzt wurde, so, weil wenn man das Spiel noch nie gespielt hat, dann ja, wüsste ich nicht, wie man da so einfach draufkommen kann, da nicht über diese Brücke zu gehen. Kann man das hier eigentlich lesen? Auf dem Notizblock steht was. Da ist ein Monster im Wasser. Das Mistvieh hat zwei meiner Kumpels getötet.
Ich hätte nie an der alten Legende über Krokodile in der Kanalisation zweifeln sollen. Das ist kein Märchen. Aber niemand glaubt mir, sie waren betrunken und sind ausgerutscht. So verdammt dumm sind wir nicht. Aber auch das Ding, ein Monster zu nennen, ist nicht ganz richtig. Das ist was anderes. Ich weiß nur, da ist irgendwas drinne. Ich gehe jetzt rein, um dem Ding den Schädel einzuschlagen. Wenn jemand diese Zeilen findet, dann betrachtet sie als mein Ta Testament. Rache ist sinnlos, denken Sie vielleicht, wenn Sie das lesen. Aber Joes und Jamie waren meine besten Kumpels. Wenn ich nur wüsste, wie ich es anstellen soll. Gewehre funktionieren unter Wasser nicht. Selbst mein berühmtes Messer wird mir nicht viel helfen, wenn ich doch nur eine Handgranate hätte. Das hatten wir vorher nicht gelesen. Das ist ja interessant. Ich hatte aber alles eingesammelt, ne? Ich gehe da jetzt nochmal rein. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, wir haben alles eigentlich bei uns. Ich bin mir nicht sicher, aber wir haben den Föhn. Und jetzt will ich mal gern wissen, ob wir den hier irgendwie verwenden können. Bei Gegenstände. Dafür ist der nämlich da. Und das macht sie sogar. Na, das ging ja sch schnell. Eigentlich würde der Föhn eher ausgehen, glaube ich. Und nicht das Monster töten. Es ist auf jeden Fall tot. Deswegen kann ich jetzt hier rübergehen. Wäre auch schön, wenn die Kamera sich drehen würde. Jetzt passiert uns auch nichts mehr. Das finde ich total super. Wir haben es geschafft. Hier ist eine komplizierte Maschine nicht eingeschaltet. Darum kümmere ich mich nicht. Und so, was ist das für ein Ventil? Ist wohl nicht wichtig. Da kümmere ich mich im Moment nicht drum. Ja, ist alles scheißegal und so. Blutverschmierte Exit-Türen auch immer gern gesehen. So. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ach so, jetzt sind wir hier. Dann gehen wir nach links. Ach, das ist versperrt. Da, die Trommel ist im Weg. Da ist was drin. Ich bezweifle, dass ich es bewegen kann. Ja, also wenn man natürlich die Notiz gelesen hat, dann kann man sich vielleicht denken, dass da ein Monster ist. Aber ansonsten. Monster. Alarm bestimmt. Monsteralarm. Na gut. Die Wege gehen ja noch. Nach links oder nach rechts oder wohin? Man sieht ja überhaupt nichts. Wie wäre es, wenn wir einfach mal da in diese Ecke gehen? Das wäre dann quasi. Ja, wo eigentlich lang? Och nö. Och nö. Nein. Raus mit dir. Gut, gehen wir nach da. Okay, geht auch nicht. Ich hasse das hier, weil ich von der Steuerung her so. Das ist so empfindlich und dann ändert sich die Kamera. Oh oh. Okay, das Ding geht hier wieder zurück, dann kommen wir mal hinterher. Können wir den mal erschießen, den Arsch? Oder hier lang? Oh oh. Okay. Schnell da rein. Oh nein! Oh Gott. Hoffentlich habe ich jetzt nicht tausend Geschichten übersehen. Wo bin ich denn jetzt eigentlich langgelaufen? Bin im Nichts oder wo bin ich jetzt? Ich glaube, wir kommen einfach raus. Ist mir scheißegal, was ich übersehen habe. Hauptsache, wir kommen weiter. Und wenn ich irgendwas vergessen habe, muss ich wohl nochmal zurück. Oh oh. Heather, geh einfach raus. Wir wollen einfach nur nach Hause oder sonst wohin. Wo sind wir? Ich kann nicht rein. Ein Eisengitter versperrt den Weg. Oh oh. Kann man hier speichern? Guckst die Tür an. Hier kann man aber hoch. Eine Menge Zeug hier, aber nichts wäre es wert, es mitzunehmen. Oh, hoffentlich passiert mir hier nichts. Sie guckt so nach oben und der Winkel ist auch gerade so unheimlich. Nö,
Eine Leiter, die nach oben geht? Wir gehen einfach mal. Ja, bloß raus hier. Nach oben ist immer gut. Wenn man halt alles bei sich hat, was wir bedenken sollten. Sind wir hier? Ich habe keine Karte von diesem Gebiet. Mal hier so in die Ecken gucken. Was ist das? Ich will da nicht wieder hineinkriechen. Ich gehe einen anderen Weg. Ja, Gott sei Dank. Bloß immer weg hier. Gut. Dann laufen wir mal hier entlang. Gruselig. Diese Ecken. Ja, toller Blickwinkel. Da ist eine Tür. Was ist hier? Eine Ecke. Oh, ein Speicherpunkt. Wie geil ist das? Ich bin sehr froh darüber, weil dann kann ich hier ganz tollen Cut machen. Oh Gott, ja, ich kann es so mitfühlen, ey. Ihr Atmen, so dieses Angst haben, erschöpft sein, rumlaufen, nicht wissen, was los ist. Ich finde diese Unterführung echt unheimlich und ich muss mich auch immer wieder so sammeln, bevor ich einen Part aufnehme. Und ganz schlimm ist immer, wenn ich weiterspielen muss, weil ich nicht speichern kann. An dieser Stelle ist es perfekt. Jetzt besser geht's gar nicht. Der Part ist um. Ich habe gespeichert. Wir sehen uns im nächsten Part. Mal gucken, wie wir hier wieder irgendwann wegkommen. Ich hoffe, dass wir diese Unterführung eigentlich aber auch langsam jetzt hinter uns haben. Bis dann. Tschüss.